Moin moin und willkommen zurück zu Life is Feudal. Immer noch ganz allein, dunkel im Wald. Nein, ganz allein sind wir nicht. Der gute Salentin ist dabei. Hallo. Und natürlich der Jojuka vom Tal. Hallo. Bei ganz spannenden Aufgaben, wir suchen Pflanzenfasern. Jo. Schön. Wir suchen Kräuter. Ich grab Lehm. Weil ich will jetzt die Naturkunde bis auf 60 bekommen. Und wir finden mal wieder nix. Auf gar nix. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also meine Naturkunde steigt gerade kontinuierlich um 4 Punkte mit jedem Mal Pflanzenfasern sammeln. Jetzt waren es mal 0,05 Punkte. Das ist echt eine spannende Aufgabe. Du hast nichts gefunden. Gucken wir uns doch nochmal die Fähigkeiten an. Du hast nichts gefunden. Ah, toll. Ich sehe gerade, ich brauche was anderes. Ich muss ja Handwerk hochbringen. Weil ich kann ja nicht Baustoffverarbeitung weiter hochbringen bei 29,99. Richtig. Ist ja auch nicht so, dass ich das jetzt 50 Mal erzählt habe. Gelände planieren, Holzstämme ausgraben. Wie kriege ich sonst noch hoch? Rinde sammeln, Rindenkisten bauen. Bäume fällen. Einzelfaches Werkzeug herstellen. Gut, ich werde mir mal hier ein bisschen rumgucken und die ganzen Billigbäume umprügeln. Du hast nichts gefunden. Boah, ich brauche noch 3 Pflanzenfasern, dann bin ich glücklich. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber du hast nichts gefunden. Vielleicht kommt gleich eine Abwechslung rein mit. Du hast was gefunden. Oh, gefunden. Fertig. Du hast nichts gefunden. Denkst du auch noch an die 10 Wasser, bitte? Bin dabei. Ich sogar meine ganzen Grundrohstoffe weg, damit ich das Wasser noch mitkriege. Bin ich nicht gut zu dir? Ja. Ach ja, rate mal, was hier steht. Du hast was gefunden. Nein. Du hast nichts gefunden? Richtig. Yay, was kriege ich? Arschtritt weniger. Verdammt. Oh, dann warte, habe ich mir gerade mehr Arschtritte gewünscht? Ja. Mein Hirn. Du hast nichts gefunden. Bin überladen. Ach, richtig. Meine ganzen Werkzeuge sind ja in der Rindenkiste. Es müsste die hier vorne sein. Nein, da ist nur Essen drin. Was ist da drin? Nichts. Kräuter. Barock. Ja. Hast du Sorgen? Was ist denn? Du weißt schon, dass die Säcke auch despawnen. Ja, ich weiß. Es war ja mit Ankündigung, oder? Richtig, das ist eine erzieherische Maßnahme. Aber ich möchte mal sagen, du hast nichts gefunden. Ich hab den Mond gerade kurz gesehen. Nein, es stimmt, es hat aufgehört zu regnen. Ja, da. Ein Mond.
Soll ich die Hose wieder hochziehen? Nein, keine Bilder, danke. Oh. Scheiße. Barock, du bist eklig. Ihr redet doch vom Mond. Ja, wir hatten neulich auf der Arbeit übrigens das Thema auch Mond und haben ein bisschen an dem guten alten Kinderlied Der Mann im Mond rumgedichtet. Und wir sind darauf auf echt perverse Sachen gekommen. Ich glaube, das wollen wir hier nicht hören. Sonst muss ich hier FSK 18 reinmachen. Das wäre ärgerlich. Ja, das könnte passieren, weil das Lied ist echt schweinisch geworden. Da ist der Mond. Dann wird's ja vielleicht bald mal hell. Ja, diesmal ist bei mir Radikalschlag schon früh angesagt. Das war in der letzten Season echt zu spät, wo wir die Wälder aufgeforstet haben. Ja, da solltest du jetzt zeitiger mit anfangen. Deswegen betreibe ich jetzt schon Radikalschlag. Ich werde jetzt zur Abwechslung mal nach essbaren Wurzeln suchen. Einfach um der Natur noch jetzt hochzuskillen. Immerhin eine Wurzel gefunden. Bäume fällen bringt echt gut Handwerk. Fast 5 Punkte. Das sind Wurzeln eher schon wieder weniger, aber das Fällen bringt eine Menge Punkte. Oh. Könnte ich die eine killen, dann schon mal aufbauen? Nein. Warum nicht? Die ist fertig. Nein. Doch. Ja, schon, aber ich habe den Skill dafür noch nicht. Noch nicht hoch genug. Da hier ja mehrere Leute nach einem Haus schreien. Tja, so ist das die ersten Folgen. Skillen, 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 skillen. Yay. Auf jeden Fall. Wow, meine Soft-Stamina ist fast wieder so hoch wie meine Hard-Stamina. Wow. Meine Lebenspunkte. Ja, wer weiß, vielleicht spawnst du ja Anfang der nächsten Folge direkt wieder im Fußboden. Bitte nicht. Das dauert echt nur ewig, bis ich das so hoch habe. Aber weißt du das doch? Du hattest doch erst neulich eine Singleplayer-Partie gestartet. Tja. Super, ich bin steif gefroren. Ich habe keine Bewegungsanimation mehr. Eiche 54 lasse ich erstmal stehen als Bauholz. Ja, mit Eiche kannst du sowieso gut bauen, ne? Mhm, aber die ganzen Einer und Fünfer etc., die haue ich erstmal um. So, ja, es ist noch nicht so häufig passiert in dieser Folge. Gefreezed? Gefreezed, komplett. Ich wollte dich gerade fragen. Zeit für Werbung. Betretet eine neue Welt. Geht oder sucht den Server planlos. Das Passwort dazu ist planlos, denn das ist ja sehr planlos, das Passwort. Und wir sind ja auch die Planlosen.
Irre ich mich oder war die Version dieses Mal kürzer? Es kam mir auch so vor, ja. Oder er hat mehr Routine und kann es schneller aussprechen. Krass. Ich habe bei weitem nicht mehr den Zungendreher wie am Anfang. Hier sagt mir rechtzeitig Bescheid, wenn wir nur noch so 15 Portionen Fisch haben oder so, ja. Ich habe noch keine genommen, aber ich muss mir gleich einmal eine. Ich habe mein Startessen gerade weggesnackt. Ja, nur dass ich rechtzeitig wieder was besorgen kann. Sehe ich sie. Ich habe Weltlage auf Deutsch und Hinweise auf Englisch. Ja, das, die deutsche Übersetzung ist an manchen Stellen nicht komplett irgendwie. Stell's ganz auf Englisch. Nein! No. Aber wenigstens kriege ich so Naturkunde und Handwerk hoch. Naturkunde, na, Baum untersuchen, Handwerk, Baum fällen und entwurzeln. Keine Pilze mehr da, das gibt's ja gar nicht. Dann suchen wir nach Bären. Natürlich die Bären, die nicht zurückbeißen. Oh, Blasphemie. Ich habe vergessen, einen Baumstamm zum Entwurzeln. Was? Und das ist natürlich geil, dass ich bei mir natürlich erstmal die ganzen Texturen aufbauen muss nach jedem Neustart. Erst das Gras, dann irgendwann die Blumen. Boah, wer schnauft denn hier so hinter mir? Sorry. Jetzt spontan auf Argos getippt. Nee, der liegt unter meinem Schreibtisch. Passender Fußwärmer, oder? Wenn ich meine Füße wenigstens noch ausstrecken könnte. Der Schreibtisch ist nicht sehr hoch über dem Boden. Es ist ein Wunder, dass dieser Hund da drunter passt. Dein Hund kommt in Lücken rein, wo andere Hunde nicht reinkommen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Hund. Ja, genau. Aber wenigstens belästigt er Herr Salentin nicht mehr. Das ging heute tatsächlich sogar ziemlich gut. Ich musste noch gar nicht mit ihm ringen. Ja. Erziehungsmethoden greifen langsam. Fichten waren Weichholz, damit konnten wir nichts anfangen. Doch, Weichholz brauchen wir auch. Für Händels zum Beispiel. Ja, aber ich denke erstmal nur an Kohle. Du hast immer nur Kohle im Kopf, ne? Ja, Kohle auf dem Konto, Kohle im Schreibtisch, Kohle im Schrank. Schreibtisch? Wie gesagt, du kennst meine neue Wohnung noch nicht. Du warst noch nicht hier, genau wie Herr Barock. Ich vermisse euch beide irgendwie sowieso nochmal als Premium-Gast hier. Premium-Gast? Ja klar, alle anderen müssen Eintritt zahlen. Wir kommen kostenlos rein. Ja, dann treffen wir uns gleich nochmal auf den Milchshake. Du, da habe ich kein Problem mit. Ich muss erst um 2 Uhr morgen Mittag arbeiten. Tja. Ich hab frei. Hust. Ich darf morgen früh um 6 Uhr auf Arbeit sein. Yay. Bist du dir sicher, dass wir heute 5 Folgen schaffen wollen? Ja. Ist doch gleich nur noch eine, oder nicht? Richtig. Lehm ist da, Kilns sind voll. Geil. Okay, Eichen brauche ich schon mal nicht suchen. Aha. Wir haben die 94er direkt um die Ecke. Reicht mein Graben jetzt? Nein. Weiß nicht, wie tief hast du denn gegraben? 30 Meter. Nee, Handwerk ist immer noch nicht hoch genug. Damit will ich mich jetzt auch voll und ganz zufrieden geben. Der 94er, damit bin ich voll und glücklich. Jetzt muss ich nur noch die Setzlinge von dem Scheißding ziehen können. Dafür muss ich die Arbeiten machen, die Herr Barock gerade macht. Umgraben. Nee, umgraben tue ich ja gerade gar nicht. Ich sammle Bären.
Ja, den Skill, den ich brauche, ist Oberskill ist Naturkunde, Sekundärskill ist Ackerbau, Tritiärskill ist Forstwesen. So richtig ausgesprochen? Weiß nicht. Primär, Sekundär, Tertiär. I don't know and I don't care. Denn ich habe ja, bei Mr. Voll gelernt. Der Mr. Voll ist voll toll. Hä? Muss ja. Man den verstehen? Mr. Voll ist voll toll. Ja, ja, ich habe verstanden, was du sagst. Aber ich verstehe den Sinn nicht. Du weißt doch, meine Aussagen haben meistens keinen Sinn. Die zusammenhanglosen Sätze des Yoyoka vom Tal. Wolltest du das damit sagen? Nein. Um euch kurz aufzuklären, Mr. Voll ist aus Episode 3 von Heft der Chef. Ein Hörspiel auf YouTube. Und sogar ein sehr gutes Hörspiel. Okay, kenne ich nicht. Ein Minenarbeiter holt mich hier raus. Hast du dich selber eingesperrt oder was? Ja, wie immer, ich kam aus dem Loch nicht mehr raus. Ja, Löcher ist nicht so deins, ne? Aua. Ich sehe da nur jemand mit dem Gesicht gegen meine Wand lehnen. Das ist, glaube ich, nicht so positiv, wenn ihr zwei euch in einem Raum befindet. Ich hatte 3 Monate Entzug. Von was? Dummen Sprüchen. Die hauen dann rein, ne? Ja. Ja, du hast uns halt vermisst. Aber ich glaube. Das Problem war ja auch, du hast dich nicht gemeldet, du hast nicht geschrieben. Ja, wie denn ohne Internet? Gib doch dieses Oldschool, Herr Barock. Nennt sich Postkarte. Von welchem Geld denn? Die 55 Cent hättest du auch mit Pfand sammeln. Außerdem, das Lustige ist ja, du kennst doch meine Schrift. Eben, soll ich dir eine Postkarte schicken und noch eine Übersetzungssoftware dazu? So stimmt ist deine Schrift und auch wieder nicht. Also hieroglyphisch kann ich inzwischen aufgrund meiner Arbeit entziffern. Du möchtest nicht wissen, wie die Faxe aus dem Klinikum aussehen. Oh, das weiß ich. Und da muss man tatsächlich raten, ist das ein L oder ein S? Der Unterschied sollte eigentlich ganz klar sein, aber bei der Handschrift kann man das verwechseln. Meinst du? Definitiv. Hast du in dieser Folge eigentlich schon Werbung für unseren Server gemacht? Direkt am Anfang. Okay. Wird wieder Zeit, oder? Na, wir wollen es ja nicht provozieren. Um genau zu sein, habe ich die Werbung vor ungefähr 11 Minuten gemacht. Und woher weiß ich das? Weil mir eine nette Frauenstimme namens Cortana das sagt. Hier klappen können. Ach, wie ich mein Holz hier ablege, ist echt scheiße. So, was sagt die Eiche? Spinnbaum. Nein, das würde Baumbart sagen. Aber die 60er lasse ich auch nochmal für Bauzwecke stehen. Okay, Pilze sammeln bringt es jetzt auch nicht irgendwie.
Versuchen wir es nochmal mit Bären. Hey, ich brauche noch 9 Punkte Naturkunde, juhu. Noch 10 Punkte Handwerk. Ernsthaft? Und ich mache mit jedem das Mal suchen 0,07. Das wird ein verdammtes Jahrtausend dauern, glaube ich. Ich höre jetzt auch auf, das Holz zu sammeln, wie ich es eigentlich vorhatte. Das bleibt jetzt einfach liegen. Kann man sich da mal bei Gelegenheit hier vom Berg holen. Okay. Wie war das mit, lass mich lügen, Birken? War das hart oder soft? Birke? Mhm. Da fragst du mich was. Birke ist Hartholz, ne? Ich hau's einfach um, weil es eine Einser ist. Müsste Hartholz sein. Ey, täusche ich mich oder wird's hell? Es wird hell. Bei mir ist der Bildschirm halt einfach schon seit 10 Minuten Tag hell. Ich bin hier mitten im dunklen Wald. Aber Vorsicht, dass du nicht Mr. Wuff triffst. Der böse Wolf von Rotkäppchen. Ah, der kriegt Steine in den Magen gestopft und dann passt das schon. Der Arme, der Ärmste ist einfach unterschätzt. Der ist eigentlich ein ganz Lieber. Aber er hat halt von diesen komischen Grimm diese Rolle aufgezwungen bekommen. Um einmal Buchwerbung zu machen, ich empfehle nämlich dazu das schöne Hardcover-Buch namens Fairy Quest. Du musst bald auf deine Videos echt oben rechts in der Ecke so Werbevideo einblenden. Oder so das P für Produktplatzierung. Ich dachte, P steht für, wie heißt das? Nicht PayPal, sondern... Penisverlängerung? Nein. Dafür musst du nach Russland fahren. Kennst du dich damit aus, oder? Ich muss jetzt nicht sagen, ich spreche aus Erfahrung, aber man hat da so einschlägige Erfahrungen gesammelt. Tja, da steckst nicht drin, ne? Nein, der kommt höchstens raus. Aber ich versuche wenigstens mal ein interessantes Thema hier reinzubringen. Um mich einmal zu verteidigen. Das hat nichts mit Schleichwerbung zu tun. Seit wann wollen wir interessant sein? Wir wollen Blödsinn labern. Warum heißt der Server wohl planlos? Weil wir ohne Plan bauen, aber wir können dennoch ein gebildetes, intelligentes, hochqualifiziertes Publikum ansprechen. Ich glaube nicht, Tim. Sorry, I'm out. Ach ja, du hast nichts gefunden. Das habe ich jetzt wieder falsch gesagt. Wollen wir nicht die Planlosen mit Niveau sein? Nein. Nee. Ah, jetzt sieht man hier das Pflänzchen mal in Farbe. Und nicht im Dunkeln. Da ist das Kräuterpflänzchen. Mit 62er lasse ich stehen. Das ist sogar groß. Ja. Hübsch. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, wie ich dieses Video nennen werde. Nicht die Mama? Nein, Axtrodung. Brandrodung würde ich zwar lieber schreiben, aber wir können ja schlecht den Wald niederbrennen. Tja, benimmt sich halt immer wie die Axt im Walde. Wenigstens bin ich scharf. Tja. Äxte können auch verdammt stumpf sein, Kollege.
Ja, aber meine Axt ist scharf. Und mit einer stumpfen Axt lässt sich wenigstens gut köpfen. Ach, den kopflosen Nick aus Harry Potter. Ja, der hat die Erfahrung gemacht, mit einer fast stumpfen Axt geköpft zu werden. Und wenn ich das Buch richtig in Erinnerung habe, meinte, war das irgendwas mit 40 Schlägen, die er dafür gebraucht hat. Keine Ahnung, zu lange her. Seht ihr erstmal wieder, lesen bildet. Oder einbildet. Ab wann kann man pflastern? 30? Nee, pflastern kannst du mit, sobald du Zimmern freischaltest. Aber wenn du es höher als 29,9 haben willst, brauchst du Handwerk auf 60. Ja, die Grundskills sind das größte Problem am Anfang. Wie immer. Und da die jetzt die Skillzeit verlängert haben, dass das alles langsamer steigt, weißt du Bescheid. Ficht ist definitiv Weichholz. Was haben wir denn hier hinten? Nochmal Eiche. Wow, die lasse ich auch stehen. Okay. Wir haben jetzt eine 96 und eine 95er Eiche hier. GZ. Also gutes Holz haben wir schon mal genug da. Jetzt brauche ich nur noch Tanne. Das Problem ist, Naturkunde steigt so langsam. Ach was? Wen sagst du das? Das mache ich seit 60 Minuten, glaube ich. Naturkunde-Skill? Ja. Oh Mann, du. Aber das Problem habe ich aber auch mit Handwerk. Da komme ich auch nicht so weit hoch. Ich glaube, ich muss hier mindestens noch 20 Bäume fällen. Und das in den nächsten 2,5 Minuten. Weil, um es einmal musikalisch auszudrücken... Also ich habe die Vermutung, solange wie du dann deine Naturkunde noch nicht auf 60 hast, was verdammt lange dauert, sollte ich vielleicht Setzlinge ziehen. Weil du musst dann ja auch noch Landwirtschaft auf 60 bringen und das dauert ja nochmal so lange. Das ging eigentlich. Ich bin auf 20 und ab da geht's echt kriechend. Oh oh. Oh oh. Schnappi? Direkt hier um die Ecke. Lauf, Forrest, lauf. Ich hab ihn nur knurren hören. Sehen tue ich ihn nicht, aber wir haben einen Schnappi definitiv Richtung Norden. Richtung Rechtenberg. Okay, bring ihn nicht ins Lager. Nein, ich gehe gerade auf die andere Seite zum linken Berg. Ich hörte bloß ein tiefes. Pass auf, die Kollegen sind bissig. Ich hab eine Axt. Aber ich glaube, das interessiert die nicht. Nicht groß. 60 Tonnen im Kiefer. Und einen fucking dicken Pelz. Die Schutzwirkung von so einem dicken Fell sollte man auch nicht unterschätzen. Ah, Ivo, der will doch nur spielen. Nein, der beißt nicht, der frisst im Ganzen. Wir reden nicht von Argos. Jetzt kriege ich ernsthaft diese Pflanze hier nicht gesammelt. Mach sie nicht kaputt. Yuka, kannst du mir noch eben sagen, wo ich jetzt noch eben angraben darf und terraformen? Du kannst hinter dem gepflasterten Weg. Ist doch schon so eine steile Kante. Ja. Die kannst du abbauen und auf deinen Arbeitsplatz bauen, weil für den Arbeitsplatz bist du verantwortlich. Soll mein Arbeitsplatz hin? Da, wo schon die zwei Kilns stehen. Links daneben weiterbauen. Ja, also der Weg ist komplett dir überlassen, was du da machst. Die komplette Kante hinter der langen Fläche, die nach oben geht. Genau. Kann weg.
Genau, da können wir uns irgendwie auch hinter den Häusern bewegen und haben nicht so eine hässliche Kanne direkt hinterm Haus. Außerdem, wer hat an der Uhr gedreht? Ja, ist tatsächlich schon wieder soweit. Ja, ich bin leider ein bisschen weit weg. Das heißt, ich bin in der Ferne nur da. Ja, ich werde dann jetzt erstmal so wieder. Ne, so einfach drauf los. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da. Oder guckt mal auf die Kameraperspektive von, ja, leider momentan nur den Yuyuka. Hallo. Und, ja, ich hoffe ja, dass Salentins Kamera sich dann bald irgendwann folgt. Hoffentlich spätestens ab nächster Woche. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, habt ihr ja schon gehört. Dann sehen wir uns morgen. Tschüss. See ya.